Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr. Und zwar habt ihr schon im Titel gelesen, wir machen heute wieder gemeinsam einen Tag Leben wie Pamela Reif. Das hatten sich echt mal wieder viele gewünscht, so eine Challenge. Und ich dachte mir, das wäre ganz cool. Sie ist ja auch wirklich super aktiv, hat ganz, ganz viele Homeworkout-Pläne erstellt, super viele ihrer Rezepte veröffentlicht auf Instagram. Und ich dachte mir, das können wir einfach mal nutzen. Machen ganz viel nach, machen Sport zusammen. Ich habe mir tatsächlich jetzt schon 3 Rezepte für heute ausgesucht, was es zum Frühstück geben wird. Und zwar süßes Bananen-Kokosrührei. Das ist aus ihrem Kochbuch, aber das hat sie auch schon mehrmals auf ihrer Seite und in ihren Stories gezeigt. Das war mir nämlich ganz wichtig. Sie hat ja ein mega gutes Buch geschrieben und ich hätte jetzt keine Rezepte veröffentlicht, wenn sie die jetzt noch nicht gezeigt hat. Wisst ihr, was ich meine? So, das macht man, finde ich, einfach nicht. Aber das habe ich auf jeden Fall schon bei ihr gesehen. Zum Mittag haben wir auch etwas super Leckeres und zwar Puten-Zucchini-Meatballs mit Reis und Currysoße. Und dann haben wir noch etwas Süßes. Ihr wisst, ich liebe süß und das hat sie auch letztens erst wieder gemacht und zwar ihren wirklich sehr, sehr bekannten warmen Kokos-Bananenkuchen. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen einkaufen dafür, denn ich habe ganz viel nicht davon zu Hause. Ich habe hier meine ganze Liste geschrieben. Es fehlt eigentlich alles von Obst über Kokosmilch über Gemüse. Deswegen dachte ich, nehme ich euch direkt mal mit zum Einkaufen. Ich werde nämlich jetzt zu einem Edeka fahren, wo ich mal mit einer Freundin war. Und der war einfach so schön. Ne? Da gab es einfach eine riesige Obstabteilung und ich dachte mir, das wäre ganz cool. Und dann kaufen wir zusammen ein und dann zeige ich euch, was ich alles brauche. Und dann kochen wir zusammen. Es ist übrigens auch noch dunkel draußen, weil es ist natürlich noch früh. Ich möchte das Frühstück auch noch zu einer Uhrzeit essen, wo wir Frühstück haben. Deswegen würde ich sagen, wir hüpfen ins Auto und fahren einkaufen. Also let's go! Naja. Okay, also ich bin jetzt bei Edeka. Ich habe euch in den Einkaufswagen gestellt. Keine Ahnung, ob man irgendwas hört mit dieser Maske. Aber die Obst- und Gemüseabteilung ist schon mal so fett hier. Ich muss sehr laut reden. Hier sieht man, das ist alleine die Gemüseabteilung. Ich brauche auf jeden Fall Zucchini, das weiß ich. Die finden wir schon mal... Ja, für diese Zucchini Meatballs. Okay, richtig krass. Ich brauche für diese Meatballs auch noch frische Kräuter. Wie geil ist denn bitte diese frische Theke für Kräuter? Ist ja mal mega. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt machen. Was nehmen wir denn? Ich glaube, italienischen Basilikum, das würde auf jeden Fall gut passen. Genau, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Sieht richtig süß aus. Müssen wir zu Hause halt nur in Wasser stellen dann. Alleine diese Apfelabteilung, das ist das, was ich zu euch meinte. Es gibt so viele Apfelsorten. Es gibt sogar eine Ananasmaschine. Da kann man sich einfach frische Ananas selber schneiden lassen. So, aktueller Stand, das sind die Sachen aus der frischen Abteilung hier. Ja, also ich glaube, jetzt brauchen wir auch noch viel aus der Backabteilung. Und so viel ist es eigentlich gar nicht. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar für diesen Schokokuchen. Zartbitter Schokotröpfchen. Kokosraspeln brauche ich auch. Die kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Ich finde, die schmecken eh so gut über alles, dass man, ja, also was wird bei uns eh so schnell leer. Und gehackte Mandeln, die habe ich auch gesucht. Sehr gut. Wir haben hier auch eine riesige Drogerieabteilung. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Und das ist ganz gut, weil ich wollte sowieso mal Micellenwasser mir mitnehmen, weil ich momentan mich so jeden Tag schminke und das Gefühl habe, ich muss mal so darauf achten, mich wirklich richtig gut abzuschminken. Das ist richtig praktisch, dass ich das jetzt hier direkt mitnehmen kann. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Die Marke Blütezeit habe ich übrigens auch schon bei ein paar anderen gesehen. Das ist ja die Naturkosmetikmarke von Edeka. Ich brauche nämlich sowieso noch eine Creme. Jetzt überlege ich, ob ich diese hier nehme oder diese. Ich glaube, ich nehme aber die Tagescreme, weil für die Nacht habe ich sowieso eine. Es ist so befremdlich mit dieser Maske, ne? Weil man sieht so wenig Emotionen. Ich habe das Gefühl, ich muss meine Augen so mehr bewegen, damit man ja, versteht, was ich so sage. Ja, auf jeden Fall sucht mein Freund jetzt noch ein paar Sachen raus. Und ich spiele mit dem Einkaufswagen. Hast du alles gefunden? Ich habe alles gefunden. Danke. Ah. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Oh, wieder zu Hause. Oh mein Gott. Wie gut, dass ich immer so einen Beutel dabei habe, dann ist es echt praktisch. Ich weiß, ihr liebt Hauls, deswegen dachte ich, ich zeige euch nochmal, was ich alles gekauft habe. Lebensmittelmäßig habe ich eigentlich ja alles euch gezeigt, was im Wagen war. Wir waren dann ja noch ein bisschen in der Putzmittelabteilung und Drogerieabteilung allgemein. Auf jeden Fall haben wir zum Beispiel von Respekt auch noch hier diesen Badreiniger mitgenommen. Sowas brauchen wir auf jeden Fall. Ist nämlich alles leer. Ich war in der Beautyabteilung und habe hier zum Beispiel von Elkos Body diesen Rasierer. Die Maus bellt. Ja, genau, sogar 5. Darf ich auch mal reden? Sogar. Das ist ein Witz. Sogar 5 gelingen. Waschmittel haben wir auch mitgenommen. Für farbige Wäsche war nämlich auch wieder leer. Dann haben wir hier noch Spülmittel mitgenommen, von Respekt auch wieder. Und zwar mit dem Geruch frische Grapefruit. Ja, sehr, sehr angenehm. Frisch. Ich bin ja ein bisschen in der Beauty-Abteilung eskaliert. Ihr hattet ja schon gesehen, dass ich mir hier dieses
Micellenwasser mitgenommen hatte. Da ich mich irgendwie jeden Tag schminke, muss ich sagen, muss ich mal darauf achten, mich besser abzuschminken. Dann fand ich richtig cool ein Duschpeeling mit Orange und Mandel. Das klingt mega gut. Riecht auch richtig angenehm. Auch zum Abschminken hier diese Reinigungstücher. Dann, vielleicht kennt ihr die Maske schon von mir, die Elkos Hydro Tuchmaske. Die habe ich schon mal euch vorgestellt und die ist echt gut. Die habe ich mir immer wieder bisher nachgekauft, wenn ich mal da war. Die spendet richtig gut Feuchtigkeit. Die Creme hattet ihr ja schon bei mir gesehen. Die habe ich eben auch mitgenommen von Blütezeit. Wie gesagt, die Naturkosmetikmarke von Edeka. Und für unser Badezimmer auch eine neue Handcreme. Ich finde, die sieht auch richtig hübsch aus. Und ich glaube, das ist das letzte Teil, was ihr noch nicht gesehen habt. Ja. Dann habe ich noch diese Handseife mitgenommen für das Badezimmer auch. Und wie schick sieht diese Verpackung bitte aus? Ich finde, das sieht aus, als wäre es im Hotel. Also so könnte ich mir das da vorstellen. Das ist mit Orange und Thymian. Wir machen mal den Geruchstest. Das konnte ich noch nicht machen, weil das hier so abgeklebt war. Riecht richtig krass nach Orange und Thymian. Wirklich so richtig nach Hotel. Ja, ansonsten haben wir hier die Lebensmittel. Die habt ihr ja auch schon gesehen. Und wir beginnen jetzt einmal mit dem Frühstück. Ich habe auch schon mega, mega Hunger. Und zwar machen wir jetzt zusammen das süße Rührei. Das ist übrigens das besagte Kochbuch. Das verlinke ich euch gerne. Daraus werden wir heute kochen. Und das süße Rührei habe ich schon öfter nachgemacht. Das ist wirklich auch sehr leicht und sehr, sehr lecker. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen paradox. Man denkt sich, so Rührei ist doch nicht süß, aber das schmeckt ganz besonders. Und im besten Falle sieht es gleich so aus. So, hier braten jetzt gerade Bananenscheiben. Das ist jetzt circa eine ganze Banane. Die war schon sehr überreif. Das rät sie auch. Und die brate ich gerade in Kokosöl an. Die karamellisiert nämlich dann super lecker. Ich gebe jetzt aber schon meine Eimasse dazu. Ich kann es jetzt mal zeigen. Das hier sind jetzt 4 Eier, also für 2 Portionen und 4 Esslöffel Kokosmilch, die ich vorhin gekauft habe. Die gebe ich jetzt dazu. Oh, ich hoffe, das geht mit einer Hand. Oh. Die Kokosmilch macht das halt wirklich richtig schön cremig und ist natürlich eine vegane Alternative zu normaler Kuhmilch. Ein Zwischenstand, das ist jetzt hier unser Rührei. Das auf jeden Fall sieht schon mal sehr gut aus. Und das werde ich jetzt hier verzieren praktisch oder ein bisschen ja, also Toppings drauf geben mit Kokosraspeln, gehackten Mandeln, Birne, weil es eben auch saisonal ist und ja, noch eine Banane. Passt nämlich sehr gut dazu und dann sieht das bestimmt gleich richtig lecker aus. So, Essen ist fertig. Ich finde, das sieht so richtig lecker aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Mandelmus draufgegeben und noch ein paar Blaubeeren. Ja, mega lecker. Lassen wir uns das schmecken. Super Frühstück auf jeden Fall. Dieses Rezept ist einfach so genial, weil es so schnell geht, einfach ist und trotzdem halt mal so eine gute Abwechslung. Also falls ihr es noch nicht probiert habt, dann kann ich es auf jeden Fall sehr empfehlen. So, Zeit für Mittagessen. Nicht wundern, ich habe mich umgezogen. Ich habe mir einen neuen Pullover gekauft und ich muss immer meine Sachen neu, wenn die neu sind, direkt anziehen. Ja, jetzt gibt es diese Puten-Zucchini-Meatballs mit Reis. Ja, ich habe jetzt den Backofen vorgeheizt. Jetzt gerade braten hier die Zwiebeln. So, hier habe ich jetzt meine Mischung erstellt. Da ist jetzt hier gehackte Zucchini drin. Ich benutze ja immer diesen Food-Prozessor hier, diesen... Den kann ich euch mal verlinken, das ist echt super. Da habe ich nämlich auch die Zwiebeln drin gehackt, die Zucchini und das Hähnchenfleisch. Und Basilikum ist jetzt noch mit da drin. Man kann aber Kräuter nehmen, wie man mag. Und das wird jetzt praktisch unser Hack. Also man macht aus dem normalen Hähnchen halt so Hähnchen- oder Putenhack. Kleiner Zwischenstand, ich habe jetzt hier noch das Mehl reingegeben, die Zwiebeln, die angebraten worden sind. Und das Ei, das habe ich ja getrennt. Das Eiweiß habe ich hier steif geschlagen. Seht ihr hier, das heben wir gleich unter. Aber erstmal vermenge ich diese Masse hier und dann hebe ich praktisch noch das Eiweiß unter. So, das sind auch schon meine Fleischbällchen geworden. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen zu groß gemacht, aber egal. Der Backofen ist jetzt vorgeheizt. Das tue ich jetzt hier rein. Genau, und hier kocht gerade im Thermomix der Reis. Den habe ich auch vorhin mitgenommen, und zwar Wildreis. Ja, sehr gut. Dann ist das sogar gleichzeitig fertig. In der Zwischenzeit brate ich hier gerade ein bisschen Mais an. Das ist übrigens super, super lecker. Der wird halt so richtig lecker knusprig und so. Und ich habe jetzt auch gerade schon die Currysoße gemacht. Die ist übrigens auch super leicht auf Basis von Kokosmilch, Currypulver, Dattelsirup zum Süßen, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitrone. Und die ist richtig schön cremig. So, das ist das Ergebnis. Ich muss sagen, es sieht nicht so gut angerichtet aus wie bei ihr, aber es ist, glaube ich, echt lecker. Ich habe den Mais jetzt eben da untergemischt, die Soße drüber gegeben. Und ja, das sind jetzt unsere Portionen. Da ist aber auch noch ordentlich was übrig. Nur ich mag immer, wenn man kleinere Portionen hat und sich dann was nachnimmt. Das Coole ist, man kann ja auch jedes Gemüse eigentlich in diese Bällchen tun, ne? Man könnte ja auch Paprika nehmen oder Aubergine oder Pilze. Muss man halt einfach nur klein schreddern, dass man die gut mitverarbeiten kann. Mein Highlight ist der gebratene Mais, tatsächlich, weil das macht so einen Unterschied. Wenn man jetzt diesen kalten Mais darauf gekippt hätte, wäre das einfach gar nicht so geil wie der Mais mit dem Reis.
So, es ist Nachmittag und ich habe so Lust auf was Süßes schon seit dem Mittagessen. Das ist bei mir aber immer so. Und wir machen jetzt diesen Kokos-Bananen-Schokokuchen. Hier drin haben wir jetzt auf jeden Fall, das sieht jetzt sehr wenig aus, ich weiß, aber ich habe die anderen Schüsseln heute schon verbraucht, Kokosmehl und Kokosraspeln. Und zwar gebe ich jetzt hierzu meine Mischung aus einer Banane und einem Eigelb. Und gesüßt habe ich das Ganze mit Kokosblütenzucker. Und dann werde ich gleich mein Eiweiß, was ich steif geschlagen habe, da drunter heben. Und jetzt habe ich hier zwei so kleine Auflaufformen. Mal gucken, ob ich die wirklich brauche. Die habe ich übrigens von Action. Falls ihr meinen Haul noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das tun. Ich glaube, ja. Jetzt habe ich beide eingefettet mit Kokosöl. Aber das ist nur eine Portion. So, das Ganze wird jetzt dekoriert. Und zwar einmal mit diesen Schokotröpfchen, die ich hier gekauft habe. Die habe ich schon aufgemacht. Natürlich gleich noch mit Banane. So, das müsste reichen. Der passt da ja drauf. Das sieht so schön aus. Aber mein Kühlschrank sieht mega gut aus. Das kommt jetzt hier für 20 Minuten in den Backofen. Und dann freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, fertig ist mein kleiner Bananenkuchen. So, ich bin mega gespannt. Werden wir gleich zusammen probieren. Ich gehe jetzt damit ins Wohnzimmer und lasse mir das schmecken und genieße meinen kleinen Kuchen. Man würde nie denken, dass das nicht irgendwie gesund ist. Mhm, lecker. Lecker. Yum, yum. Ja, also absolute Empfehlung. So, natürlich darf auch kein Pamela Reif Workout fehlen. Auf jeden Fall fangen wir jetzt damit an. 12 Minuten Grow Your Booty mit diesem Band, was da hinten schon liegt. Das war schon ganz gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch das Happy Sweat Workout machen. Geschafft. Oh. Okay, das tat einfach wieder so gut. Ich liebe Sport einfach. Ich werde jetzt einfach nochmal unter die Dusche springen natürlich und dann werde ich, glaube ich, zum Abendessen noch ein paar Reste essen von heute Mittag, weil ich ein bisschen mehr gemacht hatte. Das ist eigentlich ganz praktisch und ich muss sagen, der Tag hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also das ist halt auch so eine kleine Challenge, die halt einfach mal jeder machen kann. Ne? Wirklich bewusst einen Tag richtig kochen, dafür einkaufen, das schafft so ein ganz anderes Bewusstsein und macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Ja, ich hoffe natürlich auch, ihr hattet Spaß, wenn ich sowas nochmal machen soll, vielleicht mit irgendjemandem anders. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Vielleicht gibt es ja noch was Cooles. Ansonsten hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt auch motiviert, Sport zu machen und was Cooles zu kochen. Vielleicht eins von den Rezepten. Ansonsten das Buch verlinke ich euch, wie gesagt. Da sind echt coole Sachen drin. Also ich kann das total empfehlen, auch als Geschenkidee. Vielleicht für dieses Jahr Weihnachten oder so. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!